Wir waren im Baumarkt. Nee, waren wir nicht. Wir waren im Norma. Und da gab es ein paar schöne Sachen. Zum Beispiel hier eine Gartenschere. Wir haben zwar eine, aber die gibt so langsam den Geist auf. Die funktioniert nicht mehr so gut. Wenn man eine Gartenschere, weil gerne, Xiel schnippelt gerne im Garten. Auch wenn sie nichts Sinnvolles findet. Dann eine Schaufel. Ah. Oha, ich wurde beworfen. Eine Schaufel. Wir haben zwar eine Schaufel, aber die fällt bald auseinander. So halb. Also sie ist eigentlich keine Schaufel mehr. Das ist schon, ja, total verbogen, das Ding. Das fühlt sich voll massiv an, bin ich gespannt. Dann eine Kneifzange. Ich habe letztens was mit Kabel gemacht. Finde ich geil, dass wir jetzt eine haben. Dann eine neue Ratsche. Meine große Ratsche, also nicht mein Drehmomentschlüssel, sondern meine große Ratsche ist kaputt gegangen. Der geht nur noch auf, glaube ich. Oder nur noch zu. Ich weiß nicht. Eins von beiden geht nur noch, weil da drin eine Feder weggesprungen ist oder kaputt ist. Und deswegen eine neue Ratsche. Und die ist echt massiv. Ich hoffe, dass die ein bisschen was hält. Und dann haben wir uns einen Akkulötkolben gekauft. Das ist eigentlich auch cool. Ich wusste gar nicht, dass es die als Akku gibt. Bin ich mal gespannt, ob das eine gute Idee war, aber warum nicht? Akkus sind inzwischen sehr, sehr, sehr leistungsstark. Da bin ich mega gespannt. Vor allem Aufheizzeit 25 bis 35 Sekunden und man kann 60 Minuten damit arbeiten. Meistens braucht man sie ja nicht länger. Und ich denke mal, man kann sie wahrscheinlich auch an der Steckdose lassen. Ich habe zwar auch einen Lötkolben, aber dieser Lötkolben ist ja nicht mehr so gut und der ist vorher die Spitze schon kaputt und die ist auch nicht mehr so. Funktioniert, wird auch nicht mehr so richtig heiß. Ich glaube, die haben wir auch inzwischen schon weggeschmissen. Und dann, oh, Dankeschön, habe ich mir eine voll coole Arbeitshose gekauft. Voll geil, weil meine letzte Jahr kaputt gegangen ist. Ich glaube, das habe ich sogar vor kurzem irgendwann mal erwähnt gehabt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall auch beim Norma. Voll geil, freue ich mich. Die letzte war auch voll cool. Das war auch so eine Tarnhose mit so Zusatzfächern und so Schutzdingern. So, und eine neue Kaffeemaschine. Voll geil. Meine letzten zwei Kaffees musste ich mit dem Wasserkocher machen, weil meine Kaffeemaschine kaputt ist. Und, ah ja, genau, das haben wir auch noch beim Nummer. Steakmesser. Wir haben nämlich keine Steakmesser. Wir haben zwar drei Stück, aber wenn Besuch da ist, müssen die immer mit Brotmessern Fleisch schneiden. Das ist immer ein bisschen blöd. Und ein Pizzaroller. Hatten wir auch noch nicht. Ja, ist nett, dass wir es haben. War nicht teuer. Haben wir gedacht, probieren wir mal aus. Aber zurück zur Kaffeemaschine. Ich freue mich schon, die werden wir auspacken. Und gleich uns einen schönen Kaffee machen. Ah, wie cool. Und vor allem Machst du die. mir ein? Ja, ich mache dir auch einen. Vor allem die Ich macht. auch mir. Achso, ja, okay. Vor allem die. Ja, Wassermelone haben wir auch gekauft. Genau. Ja, und viele Lebensmittel haben wir gekauft. Genau, vor allem die hier, die macht das in Vakuum. Da bin ich mal mega gespannt, ob das irgendwie einen großen Unterschied macht. Und genau, da sind zwei Kannen dabei. Das ist eigentlich auch voll praktisch. Auch für uns, oder? Könnte auch für uns praktisch sein. Naja, oder wenn mehr Leute da sind, ist auch Wenn du praktisch. eine spülst. Oder wenn ich eine spüle, ja. So, die packe ich jetzt aus. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, die Packung geht jetzt voll schwer auf oder so. Weißt du, was wir noch gekauft haben? Nee, noch nicht. Ein Nicer-Dicer. Wie nice ist das denn? Da Ja. scheiden sich die Geister. Die Werbung ist mega kacke und voll überzeugend. Ja, ich bin auch unglaublich gespannt, ob das so gut ist, wie immer gesagt Weißt du was? wird. Da machen wir einen Test. Mama, testen wir das. Jawohl. Gut. So, boah, die Kanne, die ist voll schwer. Zeig mal her. Das ist eine Thermokanne, Ja, da bleibt der genau. Kaffee auch voll lang warm. Die ist schon cool. Sieht auch schick aus. Ja. Das ist gut für dich, weil du lässt immer Kaffee drin und ist dann nachher noch warm. Ich trinke den Kaffee auch kalt. Ach so, ja, dann brauchen wir das ja nicht. Doch, jetzt kann man es eh nicht ändern. Das ist jetzt Automatico dabei. Jo. Ich kann sie zurückgeben. Na, das machen wir nicht. Sonst muss ich weiter meinen Kaffee mit Dings machen. Die ist mit Vakuum. Da bin ich mal unglaublich gespannt. Und jetzt? Bleibt das so da drauf oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn man eine schöne Anleitung, die gibt es auch noch in Weiß, aber ich finde Schwarz ganz cool. Ach hier, das ist ein ganz normaler Deckel. Schau hier. Zack. Kann man hier drauf machen. Boah, ultra. Ach, ist das mit so. Drückt man die? Nee. Macht man einfach nur so. Hüp. Aha. Cool. So, und dann
gibt es hier noch eine Kanne. Ja, jetzt werden wahrscheinlich manche fragen, warum hast du denn nicht so ein Kaffee-Pad-Ding da gekauft? Nie im Leben werde ich mir so ein Ding kaufen. Ich finde das einfach, erstens schmeckt das überhaupt nicht genauso wie mit einer normalen Kaffeemaschine. Und es ist einfach unglaublich teuer. Also Pad dafür, keine Ahnung, was, ich weiß nicht, was die kosten ganz genau, aber ich glaube, so ein Pad kostet dann 1 Euro für eine Tasse. Das sehe ich gar nicht ein. Das bisschen Kaffee, was ich da trinke. Ja, da kostet das Kilo Kaffee dann 100 Euro. Ja, das... Nee, danke. So. Das ist cool, wenn wir mal so Kuchenfeier haben oder so, wo mal mehr Leute da sind. Ach, das kann man dann auch so gleich auf den Tisch stellen. Ja, dann kannst du gleich zwei Kannen auf den Tisch stellen. Dann kannst du hier zumachen, machst du auf. Ja, dann laden wir Leute ein. Ja, vielleicht wenn ich mal einen Amy-Kuchen mache. Oh ja. So, dann machen wir im Garten Kuchentag oder so. Ich habe Lust, was zu buddeln. Ja, weiß ich, verstehe ich. Weiß ich auch noch nicht. Ich kann meine Petersilie eingraben. Ja, das machst du. So, dann haben wir hier die zwei Kannen. Die sehen echt cool aus, die gefallen mir. Ich hoffe, dass die so optisch so bleiben werden. Dann haben wir hier das Gerät. Das Witzige ist, das Gerät ist leichter als die Kaffeekannen. Ah, da ist das Gerät. Der Gerät wird niemals müde. Der Gerät macht gute Kaffee. Der Gerät macht mich wach. Sieht cool aus. Billiges Plastik, aber macht nichts. Und das Faszinierende ist, diese Kanne hier wiegt deutlich mehr als das. Das ist irgendwie erschreckend. So, und dann, achso, hier haben wir so Klebestreifen. Das ab. Hier. Ah, der Klebestreifen ist wahrscheinlich hochwertiger als das Plastik hier. Achso. Oh. Ah. Herrlich. So. Ja, hier drin sieht es aus wie bei einer normalen Kaffeemaschine. Achso, das ist so Schwenk. Das ist ja cool. Das, dann kann das wenigstens nicht kaputt gehen. Schau mal, man macht den Filter hier raus. Bei dem anderen muss man das hier nach oben klappen, ja. Und da ist hier so ein Drehmechanismus und der ist gebrochen. Das ist kaputt gegangen. Aber das ist natürlich cool, weil da ist natürlich keine Belastung da. Aber hier an diesem Ding, da kommt natürlich heißes Wasser, das verkalkt dann mit der Zeit und so. Das ist natürlich mega geil. Achso, und das kann ich dann drehen und auch rausholen, um das sauber zu machen. Oh, das ist geil. Und da unten kommt dann die Kanne hin. Also, kann ich da einfach mit einer Hand. Das war jetzt auch eher spontan. So, dann mache ich das hier so hier auf die Seite. So. Guck mal, da kannst du gleich noch die Weihnachtszischdecke gegen die neue ausrüsten. Ja, super. So, und dann kommt das da einfach drunter. Fertig. Bin ja mal gespannt. Dann mache ich mir jetzt mal einen leckeren Kaffee. Mir? Dir auch, ja. So, da ist unser Freund. Weißt du, was du auch nicht gezeigt hast, was aber voll cool ist? Oh, noch ein paar Eier für den Osterbaum. Ja, das ist schön. Das ist eine schöne Idee. Unsere süße Kaffeemaschine. Ach, ich werde sie vermissen. Sie hat uns viel begleitet. Viel begleitet. Sie war sogar bei unserem 12-Stunden-Stream dabei. Meine Güte. Ja, ja. So, und jetzt landet sie im Müll. So läuft das halt. Aber das Kabel können wir vielleicht noch gebrauchen. Das könnte vielleicht noch nützlich sein. Das ist immer ganz praktisch, weil ich immer so gerne mit Elektrik rumspiele. Da hat die neue Kaffeemaschine ihren Platz eingenommen. So, ich werde jetzt eine Runde so durchlaufen lassen, damit das sich so ein bisschen einarbeiten kann und sich auch so ein bisschen selbst reinigen kann. Gucken wir mal da jetzt eine Kanne so. Wir selber handeln, anlegen und daraus trinken. So, das kommt jetzt da drauf. Ein. Und es gibt nur einen Knopf. Oh. Was ist jetzt an? Ach, das ist so ein... Das ist ein komischer Schalter. Das ist einfach nur hier so ein Wippschalter. Na ja, gut. So, mehr ist das nicht. Und jetzt arbeitet sie. Oh, man hört es schon. Das geht schnell. Ja, krass.
Ich bin das gar nicht gewohnt, weil bis die alte Kaffeemaschine angefangen hatte, das hat immer so ein paar Minuten gedauert. Boah, das ist auch schon richtig heiß. Da bin ich ja mega gespannt. Und es ist auch voll fließend. Faszinierend. Schau mal, wie schnell das geht. Ui. Und es ist auch voll fließend. Nicht so wie die andere, die dann alle 10 Minuten mal einmal getropft hat oder so. Boah, schau mal, wie stylisch die aussieht. Schon cool, ja? Black Edition. Mein Osterbaum ist so schön. Ich komm gleich gucken. Ich bin begeistert von meinem Osterbaum. Was darfst du sein? Ja, schau ihn dir erstmal an, warte mal. Ja. So, wenn ich das jetzt rausziehe, dann hört er auf, da durchzutröpfeln. Genau, dann können wir einmal voll laufen lassen, damit das alles so schön abgekocht ist. Prämiert von der Feinschmecker. Oh. Ja, ich trinke selten Kaffee, aber wenn, dann will ich guten Kaffee haben. Und ich finde den von der Martha Mühle echt gut. Ich hatte jetzt die ganze Zeit hier den aus Mexiko. Der war auch ganz gut, aber ich finde den aus Guatemala doch deutlich besser. Also ich persönlich, jeder hat ja einen anderen Geschmack. Das interessiert keinen, muss meinen Baum angucken. Ja, okay. Bitte. Oh, ja, das macht doch nochmal ein bisschen was her. Das ist gar nicht mal so, schlecht, ja. Mein rechter Platz ist frei. Das ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Süß. Ja. Wer das Video noch nicht gesehen hat, kann sie ja mal angucken. Genau. Wie wir unseren Osterbaum geschmückt haben. Einfach mal suchen, reinklicken. Klicken wir unten in die Beschreibung mit rein. Unser Osterbaum-Video.